Enad Licina will nach oben. Sein erster Titelkampf um die IBF Interkontinentalmeisterschaft. Licina gegen Griffin. Jetzt live im Mist. Meine Damen und Herren, willkommen im Ring. Welcome back to the ring to all viewers in the United States of America. Der nächste Titelkampf steht an und der Gürtel ist vakant. Es geht um die IBF Interkontinentalmeisterschaft im Cruisergewicht. In die rote Ecke kommt der Mann aus den USA, from the United States of America. Please welcome Otis Triple OG Griffin. In die blaue Ecke direkt gegenüber kommt sein Gegner aus dem Sauerland, Team in Berlin. The boxer from Germany coming to the ring, Enad Licina. Enad Licina. Sauerland Events präsentiert Ihnen das nächste Highlight des Abends. 12 Runden Profiboxen um die IBF Interkontinentalmeisterschaft im Cruisergewicht. Supervisor Willi Palatin aus Österreich und Daryl Peoples aus den USA. Geht der Kampf über die volle Distanz, entscheiden diese drei Punktrichter. The three judges are Mickey Van aus Leeds, England, Patricia Moss-Charman aus Las Vegas, USA und Alejandro López-Cid aus Mexico City. Und wenn die Glocke ertönt, dann hat dieser Mann das letzte Wort im Ring. Ringrichter Ingo Barabas aus Egenhausen, Deutschland. Und das sind sie, die Details zu den beiden Boxern. Der Gast aus den USA boxt in Schwarz, Weiß und Gold aus der roten Ecke. 31 Jahre alt, offizielles Kampfgewicht 85,1 Kilogramm. 1,85 Meter ist er groß, Profi seit dem Jahr 2004. Seine Statistik: 24 Kämpfe, 19 Siege, 7 durch Knockout, 2 Unentschieden aus Sacramento, USA. Otis Triple OG Griffin. Ihm gegenüber in der blauen Ecke in Weiß und Schwarz, der Mann aus dem Sauerland-Team, 28 Jahre alt. Offizielles Kampfgewicht 89,5 Kilo. 1,83 Meter ist er groß, Profi seit 2005. Seine Bilanz: 15 Fights, 14 Siege, 8-mal durch Knockout aus Frankfurt an der Oder, Deutschland. Enad Licina. Welcher Boxer holt sich den Gürtel des Champions? Griffin oder Licina? Die Antwort jetzt aus Bamberg.
know the rules, follow my commands, protect yourself at all times. Touch gloves, good luck to both of you. Wenn ein Mensch ernst wirkt, dann ist das oft kein gutes Zeichen. Bei Enad Licina sieht es Manfred Wolke gern. Sehr ernsthaft sei er gewesen in der Vorbereitung auf diesen Abend. Es ist der erste Titelkampf für Enad Licina, den Mann aus Frankfurt an der Oder. 12 Runden im Cruisergewicht. Der Sieger hält den IBF Interconti-Gürtel. Und was noch viel wichtiger ist, einen Platz in den Top 15 der IBF-Weltrangliste. Beide Boxer gut zu unterscheiden. Beide in der Normalauslage, also die linke als Führhand, hier ein bisschen eingesprungen von Otis Griffin, der Mann aus Sacramento, Kalifornien. Hat sich 2005 in den USA einen Namen gemacht. Da wurde er zum Next Great Champ gekürt. Aber diesen Sprung nach ganz oben, den hat er bislang nicht geschafft. Licina versucht sofort den Kampf zu kontrollieren, steht in der Ringmitte, studiert seinen Gegner. Erste Serie zum Körper und gute Linke von Licina. Griffin, ein schneller, beweglicher Mann, viel unterwegs auf den Beinen. Man muss Licina versuchen, seinem Gegner den Weg mal abzuschneiden, um ihn dann am Seil zu stellen. Ja, gute Linke von Licina. Kommt sehr gut, diese Führhand von Licina. Gute Doppeldeckung bei der Aktion von Griffin. Sieht erstmal alles durchdacht aus, was der Schützling von Manfred Wolke hier tut. Und da war die Rechte. Ja, aber auch zum ersten Mal Griffin mit der Schlaghand. Nice job, Otis. Seconds, baby. 10 seconds. He felt that right here. That's it. Off the ropes. Turn him, turn him. Remember, you can jam and turn. Interessante erste Runde in diesem Cruisergewichtskampf. Mit leichten Vorteilen für den Mann in der blauen Ecke, den wir jetzt mit seinem Trainer sehen. Spit it out, spit it out. Spit it out.